Wir gehen rein in Police Simulator Patrol Officers. Feuer in the Hole! Tipps für Streifpolizisten. Erst nachdem du ein... Schlechte Auswahl. Wähl an Stadtteil. Wähl an Stadtteil. Ich kann einfach nur einen wählen. Ja, dann. Okay, Schichtbeginn. Falls ein hinreichender Verdacht besteht, dass eine Person... Danke für diese Hinweise! Schicht- und Verhaltenspunkte. Verdiene mit deinen Handlungen im Spiel Punkte. Schichtpunkte sind Belohnung, Verhaltenspunkte sind Straftaten. Zum Beispiel grundlos nach dem Ausweis fragen kostet dich Verhaltenspunkte. Sowohl... Besteht. Einmal den Ausweis, bitte. Natürlich. Bitteschön. Warte mal ganz kurz. Hallo, Officer. Dies ist Ihr erster Arbeitstag und Ihre erste Schicht besteht darin, Strafzettel auszustellen. Halten Sie also nach Fahrzeugen Ausschau, die gegen Parkvorschriften verstoßen. Viel Glück. Danke, Partner. Deine erste Schicht. Willkommen an deinem ersten Tag als Officer. Deine erste Aufgabe ist es, Strafzettel für falsche Parken auszustellen. Wenn du während deiner Schicht andere Schritte feststellst, wie zum Beispiel Umweltverschmutzung oder eine Straßenüberquerung, solltest du eingreifen. Halt die betreffende Person fest, frag sie nach ihrem Personalausweis und stell ihr einen Strafzettel aus. Oh mein Gott, ich habe eine Waffe. Halt! Hände hoch! Erschießen Sie mich nicht, bitte! Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. Ich möchte Sie bitten, diesen Bürgersteig nicht zu verwenden. Hier gibt es einen Notfall. Aber hier besteht kein Notfall. Ich werde Sie jetzt abtasten. Ich hatte nichts damit... Flüchten? Diese Typen widersetzt sich den Anordnungen des Gesetzes. Und flieht von dir. Du darfst sie verfolgen und wegen des Flugzeugs nehmen. Denk dran, dass die Festnahme von verängstigten fliehenden Zivilpersonen, die keinen Verstoß begangen haben, ohne Anfangsverdacht rechtlich nicht zulässig ist. Zu tun! Keine Bewegung! Hände hoch! Keine Bewegung! Zeigen Sie mir Ihre Hände! Bitte erschießen Sie mich nicht! Ah. Auf ganz realistisch auch angelehnt, wie sie getasert wird. Schichtende. Du hast alle Verhaltenspunkte verloren und wurdest entlassen. Okay, wir müssen den Tag wiederholen. Okay, wir machen jetzt... Etliche Anrufe wegen des Parkplatzes reingekommen. Officer, können Sie das im Auge behalten? Verstanden. 3-2, verstanden. Warte mal, parkt er falsch? No parking. Okay, der hat wohl... Welcher Tag ist heute? Montag? Monday? Ne, der parkt richtig. Mal gucken, ob die Autos mich anfahren oder einfach stehen bleiben. Moment. Ist hier rot? Ey, du Sohn! Halt, Polizei! Du Wichser! Aufstehen! Und Hände hoch! Hallo. Ihren Ausweis bitte. Hier, mein Ausweis. Aha. Abgelaufener Personalausweis. Der Personalausweis dieser Zivilperson ist ausgelaufen. Du kannst einen Strafzettel ausstellen oder sie mit einer mündlichen Verwarnung davonkommen lassen. Gut. Edwards Ziemen. Verstoß bestrafen. Personalausweis abgelaufen. Strafzettel. Sie bekommen einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Macht 75 bis 150 Dollar. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. Macht 75 Dollar bis 150 Dollar? Sind wir hier bei Wünsch dir was? Hä? Das ist doch eine Summe, Digga. Einen schönen Tag noch. Hier ist auch Parken erlaubt. Ja, auf ganz realistisch. Das ist die Autos, guck mal. Oh, moin. Oh. Ja, Chat, ihr wollt immer, dass man mal ein paar neue Spiele ausprobiert. Und jetzt probieren wir hier mal Police Simulator aus. Ich sag euch ehrlich, ich find's cool. Mir macht Spaß. Ist mal was anderes. Aha! Abschleppwagen rufen. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Ich hab -5 bekommen. Hä? Wieso kriege ich hier -5 Punkte? Weil er nicht falsch stand? Ja, aber wegen abgelaufener Parkuhr habe ich ihm doch aufgeschrieben. Ja, aber hier steht doch abgelaufen. Er hat Behindertenausweis. Das ist mir doch scheißegal, Digga. Auch jemand mit Behindertenausweis muss die Parkour bezahlen. Den schlepp ich ab, den Wichser. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Auf realistisch? Mal gucken. Hä? Mal gucken, was er jetzt macht.
Fährt er durch mich durch? Hallo? Verkehrsanweisung geben, auf entspannt. Warten Sie hier und keine Dummheiten. Habe ich etwas falsch gemacht, Officer? Ich verhafte Sie, weil Sie vor einem Strafverfolger geflohen sind. Bitte, nein! Du solltest den Gefangenentransport rufen, damit diese Person festgenommen wird, okay? Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ich wiederhole, Verstärkung benötigt. Verstanden. Die nächstgelegene Einheit wird an Ihren aktuellen Standort geschickt. Ich werde gleich bei deinem... Warte mal. Auf realistisch. Ich übernehme die verdächtige Person, Partner. Bitte kooperieren Sie und begleiten mich zum Polizeiwagen. Ich habe keine andere Wahl. Also ich sag euch ehrlich, es macht schon in gewisser Art und Weise ein bisschen Spaß. In Brinkton ist es nicht verpflichtend, eine Ver... Das ist hier aber... Der wird abgeschleppt, Chat. Das sehe ich ganz genau. Abschleppwagen. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Auf der Bushaltestelle. Das ist ja wohl eine ganz große Frechheit, Digga. Das ist ja wohl eine Frechheit. Aha! Hau rein, Dave! Ah, nee. Nee, alles gut. Der darf hier nicht parken, ne? Ah! Ja, Strafzettel oder abschleppen? Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Ich krieg minus 5. Klar. Aber das ist gut, glaube ich, ne? Ich habe die 95, ist zu hoch. Abgeschleppt, den Hund. Hör, der ist ja schon da, Digga. Der ist ja aus meinem Arschloch gespawnt. Hi, Jung. Kritikus. Was ein Name. 95 geboren. Erlauben Sie mir eine Durchsuchung, nur für den Fall, dass Sie etwas Illegales bei sich tragen. Marihuana! 21 Gramm! Handschein anlegen. Kriminell! Besitz von zu viel Cannabis. Ich muss Sie wegen Mitführens zu großer Mengen Gras festnehmen. Bitte, nein. Ich hab's doch gewusst, der sieht kriminell aus. Und jetzt? Hey! Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ich wiederhole, Verstärkung benötigt. Eigensicherung? Stehen bleiben, du Arschloch! Und nicht bewegen. Oh, jetzt würde ich so gerne so eine Rolle machen. Guck mal, mein Zaubertrick. Ich kann den Hut. Siehst du das? Guck mir auf den Kopf. Stehen bleiben, du Arschloch. Du krimineller Marihuana. Haschisch. Ja, hallo. Kommt ihr auch mal rüber? Hier ist der Marihuana-Dealer. Ja, willst du verarschen oder was? Aha! Was glaubt ihr passiert, wenn ich meine eigene Kollegin taser? Leisten Sie keinen Widerstand und steigen Sie in den Polizeiwagen. Keine andere Wahl. So, der Kollege sieht absolut hochgradig kriminell aus. Ich möchte gerne einen Blick auf Ihren Ausweis werfen, bitte. Ja, natürlich, Officer. Aizo Yamaguchi, durchsuchen. Nehmen Sie bitte langsam die Hände hoch, ich werde Sie durchsuchen. Ein Springmesser, ein Busticket, ein Springmesser und Sammelhandschuhe. Handschellen anlegen. Sie sind festgenommen, da Sie ein Springmesser mitführen. Bitte tun Sie das nicht. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Ich verstehe das aber nicht mit den Punkten. Wenn ich Minuspunkte bekomme, ist das schlecht oder was? Jetzt schon wieder? Minus 5, ist das schlecht? Aber warum ist das schlecht? Weil null ist Schichtende. Strafzettel. Ach, weil ich Okay, ich soll nur Strafzettel machen, ja. Aber es macht so viel Spaß, die Leute zu verarschen, Digga. Dann machen wir den Kandidaten hier. Er hat einen Behindertenausweis. Aber mit einem Behindertenausweis darf man nicht in der Bushaltestelle. 10 Punkte plus. Nee, das geht gar nicht hier, Kollege. Behindertenausweis, mir egal, das darfst du nicht. Gut so. Selber schuld. Ich habe hier meine Hut unter Kontrolle. Merkt ihr das? Sieht gut aus, aber ich würde... Der steht hier viel zu weit auf der Straße. Position und Ausrichtung, zu weit auf der Fahrbahn. Plus 10 Punkte. Ja, ich weiß, dass oben links steht, stelle Strafzettel aus, aber kann doch jetzt hier nicht Sinn und Zweck sein, dass ich eine Stunde Strafzettel ausstellen muss. Die ganze Zeit muss ich jetzt noch Strafzettel ausstellen, Alter? Keine Bewegung, Hände hoch! Keine Bewegung, zeigen Sie mir Ihre Hände! Schießen Sie mich nicht! Scheiß drauf, Digga. Arbeiten Sie bei der Durchsuchung bitte mit mir zusammen. So, zeig mal her, was du hast. Eine Salatgurke. Etwas Plastik und Kopfhörer. Illegaler Waffenbesitz. Ich muss Sie festnehmen, Sie führen eine Waffe ohne gültigen Waffenschein mit sich. Bitte, Officer.
Es ist schon ein ganz lustiges Spiel, aber die Möglichkeit. Aber wir haben es ja auch erst angefangen zu spielen. Vielleicht, wenn man aufsteigt, ich weiß nicht, was man noch macht. Vielleicht werden wir es nochmal testen, vielleicht auch nicht. Police Simulator, Digga. Also ich habe es eigentlich ganz gut genossen. War mal was anderes. Man kann solche Spiele ruhig mal öfters anzocken, oder?